Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Ja, es ist wieder soweit, das runde Leder rollt am grünen Rasen. Die Frühjahrsmeisterschaft 2012 startet. Das Erfreulichste gleich vorweg, Wels in TV wird von fast 30 Spielen Videoberichte, also Spielberichte bringen. Sie sind also auf welsin.tv mittendrin statt nur dabei. Und heute starten wir hier in der Landesliga West in Stahlbauer, gleich bei einem Spitzenspiel. Der ATSV trifft auf Brauner, den überlegenen Leader. Ja, und bei Stahlbauer, da ist ja ein Erfolgstrainer zurückgekehrt. Der Meistertrainer ist wieder an der Traun und der hat auch gleich noch einen Tormann-Trainer mitgebracht. Ich sage immer, meine Freunde hilfe ich aus. Und du siehst, der Christian da ist, hat er gehilfe an aus der Tormann-Trainer, weil ich bin, beziehungsweise bei Vorwärtssteuer bin ich auch bei den Glieder-Edi. Und auch meine Kollegen haben sich unterstützt und ja, schauen wir mal. Also den Meister in der Meisterliga habe ich leider beruflich nicht sein können, dreimal in der Woche. Aber jetzt ist das geregelt und mit der Christian haben wir einen Top-Co-Trainer und jetzt mit der Schickl-Gruppe auch noch dazu, sodass wir Teamtrainer sind wir sehr gut verstärkt und ja, jetzt gemeinsam machen wir es jetzt. Der ATSV ja hier immer sehr aktiv, wenn es um Spielsponsoren, um Fernsehsponsoren und dergleichen geht. Ja, und auch der heutige Sponsor, ein Mann, der sich bei Fußball auskennt. Ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft, die ja im Grunde genommen auch sehr viele gute Einzelspieler besteht, nicht mehr diese Fehler macht, die sie im Herbst gemacht hat, natürlich auch bedingt durch den damaligen Trainer. Ich glaube, dass der Herr Kabaschi die Truppe wirklich zu einem Team jetzt zusammengeschmiedet hat und daher gehe ich davon aus, dass das gleich einmal vom Auftakt weg 3 Punkte werden und die Aufholjagd damit beginnt. Besonders gespannt sind wir heute auch auf den Ehrenanstoß, denn den wird ein ganz berühmter Mann machen, nämlich Spitzbuer Markus. Ja, Fußball ist eigentlich für mich eigentlich weniger so. Nicht einmal als Kind habe ich Fußball gespielt, ab und zu ein bisschen, aber nicht so. Also ich muss aus Fußballfeld, so war ich nie. Mein Leben war schon immer die Musik, auch für meine Freunde hier aus Stahlbauer, da macht man das natürlich gerne und das freut mich ganz besonders und ich hoffe, es haut dahin. Gell? Schauen wir also mal, ob der Anstoß durch Spitzbuer Markus den Kabaschi-Jungs Glück bringt. Die zweite Landesliga West, da ist ja der Leader Brauner den anderen schon etwas enteilt. 11 Punkte liegt man vor den viertplatzierten Stadlingern, wobei der ATSV auch wieder nur 4 Punkte hinter Platz 2 liegt. Ja, und gerade dieser Platz 2, der könnte heuer ja sehr, sehr interessant werden. Sie wissen es ja, Relegation wird heuer erstmals gespielt. Das heißt, der beste Zweite der Landesligen spielt gegen den besten, Entschuldigung, schlechtesten Nicht-Absteiger. Relegation um den Aufstieg in die höchste oberösterreichische Liga. Derzeit hat der Zweite der Landesliga Ost, Gallnerkirchen, mit 27 Punkten die Nase vor dem Zweiten der Landesliga West, der Union Gurten. Jetzt aber genug der Plauderei, rein in das Match. ATSV Stahlbauer gegen Braunau. Dieses Spiel präsentiert Ihnen Ökergo, Unternehmensberatungsservice-Team GmbH. www.ökergo.at. Braunau, 2:1 Sieger im Herbstmatch, legt zu Beginn gleich den Vorwärtsgang ein und zwingt Michi Oos schon in Minute 3 zu einem weiten Samstagsausflug. Riesenglück für den ATSV-Goalie in der 10. Minute. Ansatzlos zieht Brauners Zunic aus fast 40 Metern ab und dann wackelt das Oos-Gehäuse. Der Ball aber klar vor der Linie, es bleibt beim 0:0. Dann die 14. Minute. Ein weiter Pass auf Gennady Petrov, der alleine Richtung Bernbacher. Der Braunauer Schlussmann kann noch rettend eingreifen, ist aber beim Nachschuss von Christian Morley-Meyerleb machtlos. Stadlbauer führt mit 1:0. Braunau aber nur ganz kurz geschockt, hat schon eine Minute später die Möglichkeit zum Ausgleich. Oos rettet mit Fußabwehr vor Jurcic. In Minute 37 zeigt Zoran Kovljen, warum man ihn im Winter zum ATSV geholt hat. Links auf und davon, der genaue Pass zu Meyerleb, das muss das 2:0 sein. Ist es aber nicht. 60 Sekunden später Freistoß für Braunau. Zunic schlägt die Kugel vors Heimtor, Kinder kommt völlig frei zum Kopfball, das muss das 1:1 sein.
ist es aber nicht. Wiederum nur 2 Minuten später setzt sich der Alpauras Fischl rechts schön durch, der Stanglauf Petrov, und das muss das 2:0 sein. Richtig ist es aber nicht. 2 Minuten vor dem Pausenpfiff durch Schiri Diesenreiter bewahrheitet sich zum Leidwesen der Kapaschi-Elf eine Fußballweisheit. Tore, die man selbst nicht schießt, schießt der Gegner. Daniel Trauner zirkelt den Freistoß in Stadlinger Kreuzeck. Genauer geht's nicht. Damit geht's im Max-Pagel-Stadion mit einem 1:1 zwischen dem ATSV und dem FC Braunau in die Kabinen. Hälfte 2 beginnt mit einem Knalleffekt. In Minute 50 sieht Bernhard Fischl für diese Tätigkeit den roten Karton. Die Gäste damit über 40 Minuten in der Überzahl. Aber die Heimelf kämpft, will trotz Unterzahl den Dreier. Kovlien mit dem Außenriss auf Meierleb, der versucht statt mit Köpfchen mit einem Kunstschuss. Das Ganze passiert nach genau einer Stunde. Die nächste Möglichkeit zum 2:1 hat Petrov in der 80. Minute am Fuß. Aber für den Goleador läuft in diesem Match bisher nicht. Die Betonung liegt auf bisher. Denn 7 Minuten vor dem Ende bedient Kovlien Petrov mit einem Zuckerpass. Und das ist es wohl, was Gennadi auszeichnet. Durch die Füße von Bernbacher findet das Runde ins Eckige. ATSV Stadlbrauch 2, FC Braunau 1. Dass Kapaschi einen Wiedereinstand nach Maas in Stadlbrauch feiern darf, dafür ist auch Braunaus Biro verantwortlich. Diesen Ball muss er in Minute 91 versenken. Er tut's nicht. Und so fügt der ATSV Stadlbrauch dem überlegenen Leader FC Braunau mit 2:1 die erst zweite Saisonniederlage zu und macht die Landesliga West damit wieder spannend. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir da hervorne ein Minimum einen Punkt mitholen. Und wie es halt meistens so ist, wenn man in Überzahl ist und es ist eine routinierte Mannschaft, die Stadlbauer, also kann sowas jederzeit einmal passieren. Wir haben es vorher, wir haben noch, bevor es 2:1 gefallen ist, da hätten wir die Möglichkeiten gehabt, aber da haben wir die Angriffe nicht richtig zu Ende gespielt und da hätten wir 3, 4, 5 Möglichkeiten gehabt, dass wir in Führung gingen und dann war es für uns eindeutig leichter geworden. Und so haben wir halt irgendwann einmal einen Konter eingefahren und diese zum Tor gekommen. Wir haben gewusst, dass ein starker Gegner kommt. Wir haben uns darauf vorbereitet und ja, die erste Halbzeit hätten wir 2-3-0 führen können, nach vergehenen Chancen. Und die zweite Halbzeit noch eine rote Karte dazu. Ja, wir haben nicht aufgesteckt, haben weitergespielt und haben auf unsere Chancen gewartet. Die Mannschaft hat wirklich einen sehr großen Ehrgeiz, sehr großen Siegeswille und auch sehr starken Charakter gezeigt und wieder hat ein Spiel gefunden und hat auch mit diesem Siegestor belohnt.